So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Denn Bierschanke hat mir ein Paket zugeschickt mit diversen tollen Sachen drin. Da war auch wieder eine selbstgemachte Soße dabei, beziehungsweise zwei. Aber eine, da steht drauf, Yangas Barbecue Erstversuch. Normalerweise probiert sie sich immer aus an diversen Chili-Soßen, da haben wir schon etliche gezeigt, verspeist, auch mit Nüssen drin und so Zeug. Und jetzt hat sie versucht, eine Barbecue-Soße zu entwerfen. Wie stelle ich mir das vor? Ich bin jetzt kein Barbecue-Fan, kein Barbecue-Freund unbedingt. Das ist nicht das, was bei mir ganz oben auf der Nahrungskette steht. Das wird meistens immer so ein bisschen rauchig sein, ein bisschen säuerlich, so stelle ich mir das irgendwie vor. Und naja, nicht wirklich scharf hat sie jetzt eine Barbecue-Soße entworfen, die eine Barbecue-Soße ist, aber auch irgendwie in eine Schärfe reingeht. Oder ist das ganz ohne scharf, aber trotzdem irgendwie würzig, aber nicht scharf? Ich bin gespannt. Wir haben die Flasche ja schon mal gezeigt im Unboxing. Hier oben ist eine Katze drauf, hier vorne ist eine Katze drauf, hier unten ist eine Katze drauf. Da sind ganz viele Katzensticker selbst gemacht. Abgefüllt, die wollen wir jetzt testen. Dafür habe ich wieder meine Lieblingsnuggets am Start. Ich habe eine Spicy Burger Soße von Heinz und natürlich die Mad Dog 357 in der Silver Edition mit 600.000 Scoville. Weil ich ja den ganzen Teller mit Nuggets dann irgendwie vertilgen muss. Jetzt machen wir die erstmal auf. Das ist wichtig. Ich hole immer im Rewe diese komischen Nuggets, weil die auch nicht gefroren sind und die einfach am Teller raufknallst in die Mikrowelle rein, mega ungesund. Ja, ich weiß, aber mir schmecken die einfach am besten, als wenn ich da immer einen Ofen anheizen muss, muss 3 Millionen Jahre warten. Wir machen kurz mal die Nuggets warm und dann testen wir Yangas Barbecue Sauce im Erstversuch. Warte mal, fürs Thumbnail muss ich es glaube ich so rumhalten. Oder doch, warte, auf dem, das ist dort und wenn ich es dann rumdrehe, ist es also da. Also da ist die Schrift, also muss ich doch, glaube ich, so halten. Wenn das jetzt falsch war, dann weiß ich es auch nicht mehr. Jedes Mal auf dem Balkon ging das immer von alleine. Hier drin habe ich einfach keine Übersicht. Jetzt aber die Nuggets warm und dann die Soße testen. So, die Nuggets sind fertig hier auf dem weißen Teller und ich glaube, ich muss jedes Video einfach wirklich abends aufnehmen, damit da keine Sonne reinkommt. Denn selbst wenn man diese blöden Verdunkelungsvorhänge davor macht, sieht das irgendwie komisch aus. Also immer nachts Video machen. Jetzt machen wir mal die Barbecue-Soße auf. Ich weiß nicht, ob man die schütteln muss. Kennt ihr den Bierschanke? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich schnüffel mal hier dran und es riecht wie eine Barbecue-Soße. Wenn ich nochmal dran rieche, oh, riecht es plötzlich muffig, warte. Dann riecht es wirklich so ein bisschen sauer, ein bisschen nach Essig, ein bisschen, es greift an, es bitzelt schon in der Nase. Aber das ist das ja, das ist alles irgendwie so durchweg. Ich kann eben mit Barbecue an sich wirklich nichts anfangen. Ich habe bei McDonald's ab und zu, nehme ich mal als Dip Barbecue, tunken Nugget da rein und denke jedes Mal, das ist so speziell. Jetzt will ich aber mal probieren. Es gab nämlich eine Zeit in Pöttmis im Urlaub, da hat man sich immer eine Dönerbox vom Dönermann geholt und die haben immer Barbecue-Soße auf das Dönerfleisch und die Pommes gemacht und das war richtig genial. Das hat richtig gut geschmeckt. Ich habe nie wieder so eine Barbecue-Soße gefunden. Alle anderen Barbecue-Soßen, die man hatte, die waren eben anders. So, die läuft jetzt hier richtig raus. Da muss ich aufpassen. Die kann man auf jeden Fall gut schütten, das kann man schon mal sagen. Und wenn die passt, nimmst du die mit zum nächsten Geburtstag, zum nächsten Grillen und verbrauchst sie da? Also erstmal kommt dir ein richtig süßer, süßlicher Geschmack entgegen, so richtig bam, der ist da, der ist präsent. Dann driftet es ab, dann hast du was Säuerliches, irgendwas Säuerliches, Essigartiges. Aber wer Tabasco mag, der mag vielleicht auch das, wenn es nicht zu übertrieben ist. Und im Abgang brennt dir plötzlich was im Rachen. Ich kenne Barbecue-Soße an sich eigentlich nicht wirklich so als scharf, das ist halt alles irgendwie eher mild oder so, keine Ahnung. Aber das ist eine Barbecue-Soße. Die merkst du, die spürst du, die bitzelt. Zu was isst man die aber? Zu Dönerfleisch. Ich muss immer einen zweiten Nugget nehmen.
Also wirklich, wenn ich die im Laden finde und probiere, ich würde sagen, die kaufe ich nochmal. Gerade auch diese Schärfe, die am Ende kommt. Ich weiß nicht, was sie da reingemacht hat. Vielleicht verrät sie uns, wodurch die Schärfe kommt, durch welche Chilis oder durch was. Ist das eine Soße, die ich gut finde, die sich von anderen auch ein bisschen abhebt. Und du merkst, dass die sehr mit Liebe gemacht ist, ja. Das ist eine frische, zubereitete Soße aus frischen Zutaten. Das schmeckt irgendwie leicht, das ist schön flüssig. Das ist nicht diese tief braune, gummiartige Barbecue-Soße, die du manchmal da aus Flaschen kriegst, die da in der Produktion einfach in Fabriken da massenhaft angefertigt werden. Das ist ein Unikat. Und das schmeckst du. Und die ist top. Das finde ich gut, das mal auf eine Dönerbox drauf oder so. Das wäre es bestimmt auch. Also das war die dritte Gabel. Ich bin immer noch begeistert. Hätte ich jetzt einen Löffel, würde ich gleich ein ganzes Glas austrinken davon, glaube ich. Beziehungsweise du kannst die, glaube ich, wirklich einfach so nehmen und kannst so einen Schluck trinken so. Jetzt schmeckt die auch, ich glaube, so kannst du sogar den Geschmack noch besser definieren. Jetzt schmeckt die auch wie eine Art Tomatensoße, aber mit ganz vielen verschiedenen Kräutern und Gewürzen und Dingen, die habe ich in meinem Leben noch nicht geschmeckt. Und jetzt ist sie auch plötzlich noch schärfer, wenn du die pur probierst. Ihr seht, das ist jetzt hier am Hals, jetzt nehmen wir noch einen Schluck. Jetzt sind wir ungefähr hier. Wenn ich das nur pur trinke, dann gleicht es auch irgendwie einer schärflichen Arabiata-Variante einer Tomatensoße, aber mit einem richtigen Bitzeln auf der Zunge. Also mega interessant. Vielleicht hätte ich es nochmal schütteln sollen. Wechsel das die Konsistenzen, wechsel das die Geschmäcker. Wir hauen uns jetzt nochmal die Mad Dog drauf. Wir wollen mit der Schärfe noch kurz ein Stück zünden, dass wir da nochmal was aktivieren. Ein Tropfen Mad Dog aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt, also mit 600.000 Scoville, aber aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt. Damit nochmal die Schärfe anheizen und dann nochmal ein Nugget mit Barbecue-Soße hinterher. So, das zieht an, da brennt die ganze Fresse, muss ich immer so sagen. Jetzt nochmal das. Mad Dog für die Schärfe, Bierschanga-Soße für den Geschmack. Und so finde ich das gut, ich esse so einen Nugget-Teller eigentlich immer so. Auf 4 Stück in der Mitte mache ich Tropfen Mad Dog drauf. Außen mache ich andere Soßen, verteile das so und dann esse ich immer ein Nugget Mad Dog und 2 andere saucierte Nuggets hinterher. Dann wieder ein Nugget mit Mad Dog, dann wieder 2 andere Nuggets hinterher, wo eine andere Soße drauf ist. Hast du immer gleichbleibend Schärfe und auch Geschmack. Ihr braucht kein Mad Dog, ihr könnt die so probieren, vielleicht, wenn ihr Glück habt, wenn ihr Kontakt mit dem Bierschanga habt. Aber probier das mal. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil ich erst richtiges Barbecue-Feeling hatte, dann irgendwie trotzdem ein Tomatensoßen-Feeling hatte. Vielleicht ist da auch so ein kleiner Unterschied, so, der nicht so groß ist, sodass das irgendwie ineinander übergeht. Vielleicht ist es auch auf der Grundlage einer Tomatensoße entstanden irgendwie. Aber es schmeckt nicht wie eine normale Tomatensoße. Es hat halt diesen besonderen Barbecue-Touch. Ich find's gut, danke dafür. Danke, dass ich immer dein Experimentierhäschen bin. Ihr seht, die kannst du dir richtig schön draufpacken. Die hat eine angenehme Schärfe, die ist gut zu essen, gut zu dosieren und die hat wirklich auch Geschmack da. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.